Das war suboptimal. Dürfen wir gerade alles nochmal machen? Ja, das aber kennen wir. Das können wir überspringen. Das funktioniert wahrscheinlich etwas suboptimal. Doch, hat funktioniert. Und gleich hier vorne hinstürmen. Und wir merken uns mal, dass das Maschinengewehr scheiße ist. Der Fähigkeitenbaum, bitte. Was habe ich aufgemacht? Tarnung. Maschinenpistolen und der Rest habe ich in den Kampf gesteckt, ne? Ja. Das wird ein Scheiß-Szenario. Hui. Die MP5 ist schon ein Tier. Ich mag die im Battlefield überhaupt nicht, aber hier funktioniert sie sehr gut. Er hat jetzt seinen toten Kameraden noch nicht entdeckt. Oder wie? Wie sieht es mit dem Koffer aus? Hat die Weste uns was gebracht? Jawohl. Ich bin übermütig, vielleicht merkt man das. Oh, keine Munition dieser Art mehr im Koffer verfügbar. Das ist vielleicht nicht so geil. Mir ist übrigens im Moment sogar scheißegal, ob ich da hier einen Schalli drauf habe oder nicht. Da würde ich jetzt am liebsten alles mit drüber nehmen. Ich habe vollen Koffer, wenn ich es richtig mich in Erinnerung habe. Ja. Ich habe noch so viele Granaten. Eine MP5, die nirgends mehr reinpasst. Oh Mann. Jetzt geht es so Tiere los. Wo liegt denn der Kollege von... Ach, da liegt einer. Naja, sonderlich viel Interessantes hatte der ja nicht dabei. Eine kurze Störung. Also mit MP5s wird mir jetzt im Moment zugeschüttet. Aber dann prüfen wir doch erstmal mal... Da haben wir das drin. Die könnte man mal nachladen. Die hier könnten wir theoretisch entladen, wenn die... Weil die ist aber richtig scheiße. Wie wir jetzt ja festgestellt haben. Da, kriegst du. Können wir uns nur fürs Wasser auch wieder zurückholen. Dann werde ich mich jetzt auch von der Schrotflinte trennen. Und der Schrotflintenmunition, weil ich eh weiß, dass ich das nicht spielen werde. Ja. Dann nehme ich jetzt kurz die 16-schüssige MP5 hier. Und rüber damit. Dann kriegt man hier das hier rein und die hier rein. Dann können wir jetzt die hier entfernen und da reinschmeißen. Ach ja, aber eine Waffe in der Hand haben möchte ich bitte trotzdem. Das ist eine M40.
Na, okay. Ich muss erstmal wieder reinkommen, was ich denn alles hier dabei habe. Dann relativ schnell speichern. Oh, ein Medikit. Also das, was wir übrigens hier im Hintergrund hört, das ist mein Hund. Ein Sniper. Die gucke ich mir dann auch nochmal in Ruhe an. Ein Messer und die Munition habe ich nicht. Dann kann ich mich mal kurz hier hinstellen. Den Spielstand speichern, das ist ganz wichtig. Antira Mexiko, kann ich jetzt alles überschreiben. Und dann gucken wir doch mal. Eine Sniper haben wir gefunden. Sniper, 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 Sniper. SIG. Haben wir nichts. Interessant. Ist auch hier eine AUG. Haha, gibt's da das Modell und normales Modell. Das habe ich wahrscheinlich alles schon letztes Mal gemacht und ich muss nur wieder reinkommen. Dann spielen wir mal mit M16. Da müssen wir ja hier über die Brücke. Hier mal das weitere Terrain. Da ist noch ein paar Militärtruppe. Da stehen zwei. Du hast mir schon gesagt, der eine. Und ein zweiter ist da auf der Seite. Und hier befinde ich mich. Ob der mich so sieht. Wir geben mal einen Schuss ab. Jo, die ist nicht schlecht. Wir finden ein weiteres Medikit. Eine MP5, die ich jetzt mal nicht looten werde. Und eine MP5. Das sind zwei verschiedene. Nee. Munition gibt es auch noch. Finde ich gut. Kommt 39, heuerla. Nein. Ah, zum Glück habe ich ein großes Waffenarsenal mittlerweile. Und Koffer auf. Die ist definitiv zu nichts mehr nütze. Jetzt ziehen wir doch mal die andere an. Koffer wieder zu. M4A1. Die hat schon ziemlich reingekauen. Habe ich eine M4A1 bisher schon?
Oh. Wo kam sie denn jetzt her? Usas 12. Ne, die brauche ich jetzt nicht. Hab ich? Und 4A1 mit mehr Schuss. Wenn ich das ganz neu anordne, dann kann ich den 4A1 auch noch mitnehmen. Jo. Ja, ein bisschen pixelig, der Pixel weit hier. Oh. Oh, kritischer Treffer. Also die AUG ist schon nicht schlecht. Die macht Damage. Oh oh. Zielt in die Büsche dort! Das war jetzt eher suboptimal. Vor allen Dingen darf ich wieder schon eine Weile vorspielen. Bisschen ärgerlich, aber kann man nicht ändern. Wo waren wir hier? Habe ich da schon gelootet gehabt? Wo befinde ich mich hier auf der Karte? Darum geht's. Da habe ich schon gelootet gehabt. Vielleicht können wir dieses Mal ein bisschen para-aggressiv spielen. Heißt, wir nehmen jetzt mal die Scout raus. Und stellen fest, dass der Typ hier in den Büschen ist. In den Büschen. Habt ihr schon gehört, der Typ ist in den Büschen. Na gut, dann halt nicht. Dann MP. Immerhin, er sichert sich bis nach hinten ab. Hat mir jetzt aber nichts genützt. Und eine weitere MP5. Die lasse ich jetzt echt mal liegen. Da musste man jetzt reagieren. Ich glaube, der Baum ist ein bisschen durchsichtig für die NPCs. Bin ich ein bisschen froh, dass ich da Us
Hä, zieht in die Büsche dort? Nichts gemacht gehabt, aber danke der Nachfrage. Habe ich hier noch was doppelt bisher? Nö. Das ist eine M4A1, würde ich schon gerne mal ausprobieren.